Hallo, ja, ich dachte, ich melde mich, und zwar wollte ich euch Feedback geben oder Rückmeldung geben, wie es mir jetzt geht, weil ich ja in dem letzten Video viel geheult habe. Ich möchte mich auch echt nochmal dafür entschuldigen, dass ich so viel geweint habe, aber es musste irgendwie alles raus und ja, weiß eigentlich. War einfach so und mir tut's leid. Aber ich fand's echt süß, wie viele schöne Kommentare ich unter dem Video hatte und echt toll. Und der hat mich wirklich sehr gefreut. Und deswegen dachte ich mir gerade, Rebbi, du musst jetzt auch mal aufklären, wie es dir jetzt geht. Und so, und zwar, mir geht's besser. Mir ging's seit oder mir geht's seit gestern gut. Ich konnte heute zumindest das klären, was ich klären wollte. Also was mir wichtig war, konnte ich heute klären. Und deswegen, da bin ich dann auch nochmal happy, weil ja, das, was ich befürchtet habe, ist halt nicht gewesen. Laut der Person zumindest. Und ich glaube der Person auch mal, also ich glaube nicht, dass die mich anlügt, aber es hat mich aber das hat mich so gefreut. Ja, mir geht's wie gesagt wirklich besser und nochmal danke und sorry und ja, in dem Moment brauchte ich das einfach und ja, weiß ich nicht. Ich wollte halt auch wirklich zeigen, dass es bei mir nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass ich auch mal nicht so gut gelaunt bin und ja, dass bei mir nicht immer alles so läuft, wie es laufen soll. Genau. Ich ruhe mich gerade aus. Ich habe totale Hüftschmerzen. Ich habe nämlich den kleinen Mann da hinten, den ihr da hinten seht, habe ich, da habe ich das Gehege sauber gemacht und, ja, das war sehr anstrengend und deswegen tut meine Hüfte gerade total weh, aber was soll's. Ich mache das gerne für ihn und deswegen steht da auch noch der Besen, weil ich habe den Rest dann hier zusammengefegt. Ich müsste noch saugen, glaube ich, aber nee, heute nicht mehr. Vielleicht morgen. Morgen wollte ich eh noch mal ein Video drehen. Und zwar habe ich, also werde ich dann was ankündigen. Also nichts Großes. Das ist jetzt nur sozusagen Werbung. Nur Werbung. Deswegen nichts Wichtiges. Aber ich wollte das halt morgen drehen. Weil ich morgen auch ein neues Headset kriege, weil das hier echt, ja, der reinste Schrott ist. Das Headset habe ich von meinem Ex damals gekriegt. Und ja, also es ist schrecklich. Ich kann es euch mal zeigen, wie es aussieht. Weiß nicht, ob man das sieht, also bei dem einen, also bei dem hier, ist sogar der Schaumstoff kaputt gegangen. Also, ja, nicht schön. Hier ist noch der Schaumstoff dran, aber ja, es muss mal was Neues her. Und ich hab den ja, also ich habe das Headset auch schon ein paar Jahre. Also, um die 10 Jahre oder so, würde ich sagen. Ja, kommt hin. So 8, 9, 10 Jahre habe ich das Headset bestimmt schon. Und deswegen, also es muss mal was Neues her. Und ich hoffe auch, die Tonqualität ist dann ein bisschen besser, weil ich finde die Tonqualität irgendwie scheiße. Sorry. Ich esse übrigens nebenbei eine Banane.
Ich mag die zwar nicht so gerne, weil die war schon mega gelb und ich mag die nicht, wenn die so mega gelb sind. Ich mag das lieber, wenn die ein bisschen, also wenn die grüner sind. Und, also jetzt nicht zu grün, weil dann schmecken die nicht, aber schon noch grün. Dann liebe ich die echt, dann esse ich die so gerne. Aber wenn die noch so, also wenn die so gelb sind und sogar braune Stellen haben, mag ich die nicht so gern. Aber gut. Ich esse das jetzt auf und mit den Restbananen wollte ich wahrscheinlich so, so Quarkspeise machen. Also ich habe dann vegan Quark gekauft. Und vielleicht mache ich dann halt vegane Quarkspeise. Mal gucken. Weiß ich aber noch nicht. Genau. Ja, genau. Also heute ist übrigens Donnerstag, der 28. Ja, genau. Und ich habe heute die Rückmeldung bekommen oder beziehungsweise die Nachricht bekommen, dass ich bald wieder für 2 Tage zumindest in der Woche wieder in die Tagesstätte gehen darf, aber abgespackte Version. Also das heißt, keine Ahnung, vielleicht vormittags von 9 bis 12 oder so. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht, keine Ahnung, und dann mal gucken, wie es überhaupt weiterläuft da. Bin ich ja mal gespannt. Ja, freue ich mich auf die Tagesstätte. Ja, also ich fand die Zeit hier zu Hause nicht schlecht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das richtig toll und das hat sich so angefühlt wie Sommerferien und weiß ich nicht. Also es war schon irgendwie schön. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, das würde jetzt über ein Jahr so gehen. Nee, klar, nee, das möchte ich auch nicht. Weil ich gehe ja schon gerne in die Tagesstätte und deswegen. Wir hoffen mal das Beste und irgendwann geht's auch wieder richtig los. Genau. Aber im Moment muss ich sowieso gucken, auch weil ab nächste Woche Donnerstag kommt, also montags kommt ja immer der Pflegedienst und bringt mir meine Medikamente. Und ab nächste Woche Donnerstag kommen die auch und helfen mir dann beim Baden. Weil ich habe zwar einen Badewannenlüfter, aber ja, ich komme da nicht ganz so gut rein. Also schon, aber nicht ganz so gut. Und da wollen die mir helfen und auch Rücken waschen. Und ja, ganz ehrlich, habe schon ein bisschen Bammel. Also wie es ist, sich von jemandem waschen zu lassen. Klar, die sind's gewohnt, ne? Und die kennen das ja. Und aber für mich ist es komisch, weil ich kenne es halt nicht. Außer halt als Kind oder ja, als Kind halt. Seitdem hatte ich das, glaube ich, nicht mehr, dass jemand mich gebadet hat. Oder was heißt gebadet? Aber mir geholfen beim Baden. Ja. Das wird eine Überwindung sein, muss ich zugeben. Aber gut. Dafür habe ich den Pflegedienst bekommen und ja, weiß ich nicht. Wird schon ganz komisch sein, trotzdem. Ist halt so. Ja, weiß ich nicht, in die Privatsphäre so eindringen irgendwie oder ja, weiß nicht, ob ich das so nennen kann, aber eigentlich schon. Ja, weiß ich nicht. Also klar, ne? Die kriegen das Geld dafür und die sind auch dafür da und es wird halt trotzdem komisch sein für mich und ja, naja.
Was gibt's noch zu erzählen? Morgen will ich wahrscheinlich kochen. Ich habe Spargel bekommen. Das wollte ich dann machen mit Kartoffeln und ja, und Soße. Mal gucken, wie das so wird. Vor allen Dingen, ob ich den Spargel wirklich richtig schälen kann. Und damals hat mein Ex das immer gemacht. Da habe ich, glaube ich, gar nicht mal mitgeholfen. Der hat das selber gemacht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriege. Aber so schwer sollte es ja wohl nicht sein, ne? Es wird schon nicht schwer sein. Kriege ich schon hin. Genau. Ansonsten hatte ich eigentlich ein Video gedreht. Ich habe gezeichnet und habe ein Video dabei gedreht. Aber das Video ist jetzt doch nicht so gut geworden. Sonst hätte ich das jetzt bearbeitet und auch hochgeladen. Aber nee. Ich mache das irgendwann nochmal. Ja, ich probiere das irgendwann nochmal. Aber das ist jetzt echt nicht gut geworden. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch so erzählen soll. Ach so, doch eine Sache. Im Moment, das nervt mich so sehr. Im Moment kriege ich in Facebook ständig Freundschaftsanfragen von Männern. Dann steht da auch noch Single. Ich denke mir ja nichts bei, weil, ne, ich guck mir die Leute an, guck an, mit wem die befreundet sind, ob die mit jemandem befreundet sind, die ich kenne. Und dann nehme ich halt an und dann kommt als erste Nachricht schon meist: Hallo, ich bin sowieso, ich bin Single. Und dann antworte ich ja und ja, ich suche eine Freundin. Kann ich deine Handynummer haben? Dann denke ich mir, ich kenne dich nicht. Du hast mir gerade eine Freundschaftsanfrage gesendet. Ich habe angenommen, weil ich geguckt habe, ob du, ne, eventuell, nein. Ich kann noch nie, niemand Fremdes meine Handynummer geben. Also manchen Leuten, ich glaube, die spinnen. Und bei manchen war das auch so, ich habe dann halt gesagt, ich suche keine Beziehung, ich möchte nicht, dann werde ich noch blockiert von also von denjenigen. Und ich mir denke, ja, egal. Wenn die meinen, aber das nervt im Moment echt, das ständig, teilweise alle 5 Minuten irgendwelche Anfragen und das artet schon in Arbeit aus, weil. Dann hast du die angenommen, dann schreibt der Erste, dann schreibt der Zweite, dann schreibt der Dritte, dann schreibt der Erste wieder, dann schreibt der Dritte, dann wieder der Zweite. Ey, ich habe jetzt alle blockiert. Mich nervt das. Oh, nee, also tut mir leid. Also irgendwann ist auch mal gut. Ich weiß nicht, ob ihr das im Moment auch habt. Also das ist schrecklich. Gut, bei mir stand halt auch Single, ne? Aber ich habe jetzt nichts mehr bei gedacht. Habe jetzt nicht gedacht, ich ziehe da durch Männer an. Habe ich jetzt erstmal geändert. Also, dass es keiner sieht, ob ich Single bin oder nicht. Es nervt einfach. Es nervt einfach. Weil es macht dann auch keinen Spaß mehr, in Facebook zu gehen. Wenn du ständig irgendwelche Anfragen bekommst oder Nachrichten, ich bin Single, ich suche eine Freundin. Können wir uns mal treffen? Wollen wir uns mal kennenlernen? Kann ich deine Handynummer haben? Ja, nee. Weißt du? Oder dann kommt, du bist so hübsch. Okay. Ist ja lieb und danke, dass du mich hübsch findest, aber das war's dann. Dankeschön. Oh. Es kotzt mich an, gerade. Genau. Ach, egal. Genau. Nachher will ich ein bisschen Gitarre üben. Ich wollte gerade sagen Klavier. Nein, Gitarre. Mal gucken. Ansonsten, eigentlich
Na gut, eigentlich könnte ich auch ins Bett, es ist schon wieder 8:30 und ein bisschen Fernsehen gucken oder so. Obwohl erstmal das Video jetzt hier schneiden und dann mal gucken. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Ist zwar jetzt nicht ultra lang, glaube ich, das Video dann, aber ja, mal gucken. Ansonsten weiß ich gerade nicht, was ich erzählen soll. Ich habe Sachen von der Tafel bekommen heute. Echt super Sachen, muss ich ja mal sagen. Bin ich echt sehr zufrieden. Ja. Wie gesagt, ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich erzählen soll. Ich werde morgen nochmal ein Video drehen. Und dann auch mit einem neuen Headset, hoffe ich. Ich hoffe, das kommt auch pünktlich an und nicht irgendwann um 8. Weil dann drehe ich es morgen nicht mehr. Aber mal gucken. Wir sind gespannt. Ja. Dann wünsche ich euch, glaube ich, mal einen schönen Abend oder guten Morgen oder was auch immer, wann ihr dieses Video schaut. Und ja, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ja, fürs Daumen drücken und nette Kommentare und danke für alles. Und ja, bis dann. Tschüss.